Moin Leute, ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Stihl MS 290. Jetzt geht es erstmal weiter. Ich habe heute schon mal einen Ersatzteil bekommen, das können wir jetzt schon mal montieren. Der Rest wird wohl irgendwie die nächsten 2 Tage ankommen. Allerdings eine Sache habe ich bekommen, das ist diese kleine Feder, die wir ja schon genannt hatten. Die kommt ja hier oben gleich noch rein. Die konnte ich beim Händler um die Ecke bekommen, weil im Internet quasi nicht lieferbar und auch schwer einzeln zu bekommen. Daher habe ich mal beim Händler nachgefragt. Der hat so eine liegen gehabt, die ist jetzt zwar gebraucht, aber das ist nicht so schlimm. Und würde ich sagen, montieren wir die erstmal und dann geht's weiter mit dem Rest. So, als erstes werden wir jetzt das Bremsband erstmal rausnehmen und dann diesen Haken samt Griff abnehmen. Wird nicht anders gehen, weil sonst komme ich da nicht hinten ran, um die Feder vernünftig einzuhaken. Ja, Leute, das Bremsband habe ich raus. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Ich kriege den Hebel nicht ab. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Das Ding da unten ist nämlich breit geschlagen. Da hat schon mal einer dran rumgefummelt. Ich kriege das so nicht runter. Dann werden wir es jetzt mal versuchen, irgendwie so einzuhängen. So, Leute, die Feder sitzt nun. Ich habe hier quasi das kleine Teil ausgehakt. Und dann konnte man die Feder einwandfrei einhaken. Also das nochmal als kleinen Tipp. So, jetzt habe ich mich wieder reichlich geärgert, bis ich die Feder eingehakt hatte. Hier kommt man extrem schlecht dran, weil der Griff genau davor sitzt. Das ist ein bisschen frümelig gewesen, aber gut, sie sitzt drinne, wollen wir uns nicht beschweren. So, jetzt habe ich den Deckel auch schon montiert, was ich eben vergessen hatte zu zeigen. Da war ich wieder zu schnell hier hinter. Nicht vergessen, diese große Klammer vorzusetzen, dass das nicht mehr verschwinden kann. Das ist nochmal ganz wichtig. Und den Kettenfänger unten habe ich eben gerade auch noch montiert. So, kommen wir nochmal ganz kurz zu den Tankdeckeln. Die waren ja beide ausgehakt. Die werden nur hier in diese Nut quasi mit einer kleinen Kugel reingehängt. Und ja, da kann man sie halt wieder reindrehen, wie gewohnt. So, da wir jetzt ja noch ein bisschen Zeit haben, das hatte ich vorher eigentlich gar nicht im Plan gehabt, den Vergaser mir großartig anzugucken. Aber ja, wie gesagt, da wir Zeit haben, schraube ich den jetzt mal ganz kurz auf und dann gucken wir mal, wie der von innen aussieht. So, ich hoffe, man kann das jetzt ganz gut erkennen. Also der Vergaser wurde scheinbar schon gereinigt, da ist auch schon eine nagelneue Membran drinne. Ich mache die andere Seite jetzt gleich nochmal auf, aber es sieht erstmal soweit recht gut aus. Ja, gut, dass wir diese Seite nochmal auch aufgemacht haben. Da ist ein bisschen Dreck zu sehen. Der war auch fest. Der musste gerade erst nur mit dem Schraubenzieher ein bisschen lose gepuppelt werden. Also werden wir diese Seite nochmal sauber machen. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich in der Werkstatt wieder. Und wenn die Teile da sind, werde ich die nämlich da wieder zusammenbauen. Dann können wir nämlich auch gleich einen Probelauf machen. Jo Leute, so zurück in der Werkstatt. Ich habe jetzt die Säge schon mal ein bisschen sauber gemacht. Und werden wir jetzt noch einmal die neue Klemme da anklemmen und dann geht's weiter mit dem Rest. So Leute, das Kabel sitzt. Ich musste mir da jetzt ein bisschen andersweitig behelfen, weil der Stecker, den ich besorgt hatte, leider nicht gepasst hat. Aber so funktioniert das Ganze jetzt auf jeden Fall wieder. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und dann geht's gleich weiter. So, weiter geht's. Mir ist nämlich eine Kleinigkeit noch aufgefallen. Dieses Schwert war dabei. Allerdings passt das überhaupt nicht. Das hat nämlich mit einer Dreiachtelteilung oder sonst irgendwas überhaupt nichts zu tun. Das wird irgendwie auf eine 180er oder 170er raufpassen. Vielleicht noch ein bisschen größer, aber das war's dann auch. Wir brauchen auf jeden Fall ein Schwert 3/8 Zoll mit 1/6er Nutbreite. Ich habe noch ein gebrauchtes Original von Stihl liegen gehabt, ist jetzt vielleicht nicht mehr das Beste, aber das werden wir jetzt dann auf jeden Fall da erstmal raufbauen. So, weiter geht's. Die Ersatzteile sind da, also können wir jetzt endlich anfangen, den Rest noch zu montieren. Ich denke mal, dass wir jetzt erstmal schnell noch die Kupplungsseite fertig machen, dann den Spritschlauch und den Auspuff und dann quasi noch den Vergaser und die Haube und dann können wir eigentlich auch schon fast starten. So sieht das Ganze denn aus, wenn alles wieder fertig montiert ist. Ich habe jetzt ja quasi nur noch wieder die Glocke montiert mit dem Nadellager und jetzt diese Scheibe und den Sprengring quasi davor gesetzt noch. So Leute, ich hoffe, man kann das lichtmäßig erkennen. Ich habe jetzt die 3 Stehbolzen schon eingehangen und dann setzen wir jetzt mal den Auspuff auf. Wichtig ist vorher noch, ich hoffe, ihr könnt sie sehen, ja, hier ist sie, die Dichtung mit zwischen machen. Ganz wichtig.
So, Auspuff sitzt wieder. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit dem Spritschlauch weiter. So, der Spritschlauch sitzt. Jetzt wieder die allgemeine Frage: Wie kriegt man den am besten rein? Ich habe vieles probiert. Ich habe erst versucht, den von innen durchzustecken. Kannst du vergessen. Am besten ist von außen, so wie er jetzt ist, reinstecken. Und dann, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, von innen mit einer Spitzzange oder so am Schlauch ziehen, ein bisschen wackeln. Dann rutscht das Ding einwandfrei rein und dann kann da nichts mehr passieren. Wir bauen jetzt mal noch mal schnell den Spritfilter ein. Ja, und dann sind wir ja auch schon fast so weit nach Vergasereinbau, dass wir mal starten können. So Leute, der Vergaser sitzt. Dann schraube ich jetzt mal noch schnell den Luftfilter auf. Und dann könnte es ja quasi schon mal zum Probelauf gehen. So, den Luftfilter habe ich montiert. Kurze Anmerkung noch. Ich hoffe, man sieht's. Oben neben dem Luftfilter links geht das ans Vergaser ran, das Ganze. Und dort muss man aufpassen. Da sitzt nämlich eine Gummitülle und da muss der Vergaser, der Luftfilter auf den Vergaser raufgesteckt werden. So rum. Also da nochmal drauf achten, dass der da nachher auch wirklich drauf ist. So, jetzt sind wir fertig. Schwert habe ich jetzt auch schon mal schnell montiert. Öl und Sprit sind drauf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns draußen gleich wieder und gucken wir mal, ob sie anspringt. So, ich gehe davon aus, dass wir jetzt erst ein paar Mal ziehen müssen, weil ja gar kein Sprit drin war mehr im Vergaser. Aber wir gucken mal. Schon mal nichts. Scheinbar klemmt der Hebel. Das werden wir uns gleich noch mal angucken. So, ich habe jetzt eben noch mal untergeguckt. Also der Hebel hat eben kurz geklemmt. Keine Ahnung warum. Probieren wir es jetzt noch mal. Ja, Leute, leider ist sie eben abgesoffen. Die lief zu lange im Schok. Die Kerze ist platternass. Ich werde das Ganze jetzt mal kurz noch mal reinigen und auslüften lassen und dann probieren wir es gleich nochmal. So, neuer Versuch. So Leute, ich habe den Auspuff jetzt nochmal abgenommen und ich hoffe, man sieht es hier vorne, läuft schon der blanke Sprit runter. Ich würde sagen, ich lasse die jetzt mal erstmal kurz auslüften und dann probieren wir das Ganze nochmal. So Leute, leider ist sie komplett abgesoffen, selbst im Vergaser steht Sprit drin. Ich baue das Ganze jetzt nochmal auseinander, lasse das trocknen und dann probieren wir es nochmal. So, ich habe jetzt einmal alles wieder auseinandergebaut. Ich kriege sie nicht in Gange. Ich habe sie auf den Kopf gestellt und ausgelaufen lassen. Es geht nicht. Jetzt habe ich den Vergaser einmal noch rausgenommen wieder. Habe die Zündkerze drinnen gelassen. Und dann springt sie halt auch an. Dann läuft sie halt erstmal leer. Aber sobald ich den Vergaser wieder reinsetze, kriege ich sie nicht mehr in Gange. Ich weiß nicht, woran es liegen soll. Ich habe die Grundeinstellung jetzt nochmal probiert einzustellen. Aber ja, ich denke mal, ich mache den Vergaser jetzt nochmal auf, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe. So Leute, das Ganze nimmt jetzt einmal Platz im Ultraschallbad. Ich hoffe, dass es dann funktionieren wird. Mal sehen. Ich melde mich gleich zurück. So Leute, jetzt hier der frisch gereinigte Vergaser. Ich baue den jetzt mal schnell ein, mache die Grundeinstellung und dann gucken wir mal, ob sie dann möchte oder immer noch nicht. Ja Leute, leider hat das Ganze nicht geklappt. Sie ist nicht angesprungen, sondern gleich wieder abgesoffen. Jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, was daran noch sein könnte. Also andere Seite ist alles frei. Ich habe schon überlegt, ob ich zu doof war und eine Membrane falsch rum aufgelegt habe oder so. Keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal ganz tief in mich gehen, was da noch los sein kann. So, großes Problem. Die Säge haut jetzt hier quasi immer den Sprit in Richtung hier raus. Ich denke, man kann das hier noch gut sehen. Ich habe absolut keinen Plan, was das sein soll. Da muss ich mich mal schlau machen, ob man da noch was machen kann.
oder ob ich vielleicht mal einen anderen Vergaser einbaue. So, Freunde der Sonne, ich habe jetzt einen anderen Vergaser organisiert. Das ist zwar auch ein gebrauchter, aber den habe ich jetzt hier vom Händler aus dem Nachbarort quasi geholt. Die haben da eine neue Membran und so schon eingesetzt. Ich baue den jetzt mal ein und dann gucken wir mal, ob die Säge damit läuft. Tja, wie ihr sehen konntet, es war scheinbar doch der Vergaser. Ich habe den jetzt noch mal ein bisschen nachgestellt und ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich noch mal in den Wald. Vorher wollen wir aber jetzt trotzdem noch mal gucken, warum, wieso, weshalb der andere Vergaser jetzt nicht mehr funktioniert hat. Und zwar habe ich hier schon mal was vorbereitet. Wir beaufschlagen jetzt gleich die Spritzseite mit Luft und testen somit erstmal, ob er dicht ist oder nicht. Ja, ich hoffe, ihr konntet es hören. Also das Ding ist sowas von undicht. An welcher Stelle, weiß ich jetzt leider auch nicht. Wir werden jetzt gleich nochmal die Membran rausnehmen und dann den kleinen Kipphebel quasi testen zur Nadelseite hin. Und dann gucken wir mal, wenn wir die Nadel betätigen, ob er dann dicht ist oder nicht. So, hier haben wir das Ganze jetzt mal liegen. Und wenn man diesen Kipphebel jetzt quasi mit Druck beaufschlagt, sieht man ja, dass, oh, hoffe ich, sieht man ja, jetzt wird sie ja scharf, sieht man ja, dass die Feder ein Stück hoch geht. Was jetzt der Fall ist, ist wahrscheinlich, dass die Nadel nicht die ganze Zeit schließt und dass jetzt quasi der Hebel auch vielleicht die ganze Zeit beaufschlagt wurde und deswegen auch die ganze Zeit auf. Aber wir probieren das jetzt nochmal. Ich puste nochmal in den Schlauch. Ah. Ist leider trotzdem undicht, also daran hat es nicht gelegen. Das heißt, er wird in sich undicht sein, beziehungsweise die Nadel schließt nicht mehr richtig. Tja, na gut, auf jeden Fall Vergaserdefekt und dann sehen wir uns gleich im Wald wieder zum Testschnitt. Ja Leute, jetzt im Wald angekommen. Leider hat meine Handyhalterung ein bisschen versagt. Deswegen probieren wir es jetzt mal einmal so. Ich hoffe, dass die Kamera hält und dann würde ich sagen, starten wir mal und gucken wir mal, ob wir einen Testschnitt fertig kriegen oder nicht. Wie ihr hoffentlich sehen konntet, die hängt ganz schön gut am Gas. Die Kette ist leider nicht mehr die beste. Aber ja gut, das gehört leider mit dazu. Ja, somit endet auch dieses Projekt. Dieses Mal ein bisschen kniffeliger gewesen als sonst, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Die hat auch mal mich ein bisschen gefordert. Aber gut, kann ja nicht immer alles ein glatter Durchlauf sein und Fehleranalyse ist ja auch immer wichtig. Aber wie gesagt, so ein Vergaser hat schon seine Tücken ab und zu. Aber ja, auch diese kann man ja dann irgendwann mal ausschließen. Von daher ist das jetzt auch gut so, wie es ist. Von daher würde ich sagen, ja, vielen Dank für alle, die sich das bis zum Ende angeschaut haben. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt. Ciao.